Heinz Thiel, Aufsichtsratsvorsitzender der Knorr-Hommser AG. Ich glaube, dass das Professor Sinn hier gerade vorgetragen hat, ist in jeder Beziehung überzeugend gewesen. Es zeigt uns die ganzen ökonomischen Folgen einer verfehlten Politik auf. Und wir können natürlich noch weitere Gremien dieser Art zusammenrufen und uns darüber einig werden, was alles schiefgelaufen ist. Aber was wir brauchen, ist eine Veränderung. Und zwar eine politische Veränderung. Ich glaube, dass in den letzten 10 Jahren die Regierung eine Fülle von großen, schwerwiegenden, weitreichenden Fehlern gemacht hat. Und man könnte ja viele Beispiele aufführen dafür. Das geht also mal los mit der Behandlung der ganzen Krise in Europa ab 2009, mit dem verzweifelten Versuch, alles irgendwie abzufangen über Geldbereitstellung und Hilfspakete und Probleme runterreden und kleinreden. Das geht dann weiter über den Ausstieg aus der Atomenergie, ohne einen Wiedereinstieg zu planen, mit der permanenten Verteuerung des Strompreises, auch Notwendigkeit, neue Systeme zu entwickeln, die sich sukzessive lösen von fossilen Brennstoffen. Das sind nur einige wenige Beispiele, ich könnte fortführen. Die Politik in Sachen Russland, das hat uns große Schwierigkeiten gemacht. Die Hälfte der Exporte Deutschlands nach Russland sind innerhalb von 2 Jahren verschwunden. Der Grund, ein völkerrechtliches Thema mit der Krim, kann doch nicht der Maßstab für ein so weitgehendes geostrategisches Fehlverhalten der Regierung sein. Das könnte ich lange ausführen, will ich aber nicht machen, überlasse ich Ihrer Fantasie. Jetzt sind wir an einem Thema Flüchtlinge angekommen, was unbeherrschbar ist. Und es ist nicht nur ökonomisch unbeherrschbar, es ist ja auch von der Integrationsfähigkeit der Vergangenheit belegbar, dass diese Vorstellung, man kann innerhalb von wenigen Jahren einen Millionenzuzug, ich rechne nochmal die ganzen Angehörigen, die noch kommen werden dazu, das sind ja Riesenbeträge. In absoluten Zahlen haben wir ja heute schon 16 Millionen nicht-westliche Ausländer mit Migrationshintergrund in Deutschland. 16 von 80 Millionen, da kommen also, ich sag mal, 10 Millionen oder 8 Millionen, ich weiß es nicht, wie viel dazu. Und damit stellt sich dann die Frage der Identität unserer Gesellschaft. Wir können nicht auf Dauer immer mehr Parallelgesellschaften entwickeln. Wir haben außerdem eine ungeheure Konzentration von Muslimen, was zusätzliche Probleme mit sich bringt. Und in vielen Fällen ist auch gar nicht die Bereitschaft zur Integration da. Es muss also eine politische Entscheidung grundsätzlicher Art erfolgen, die dazu führt, dass wir unser Territorium schützen. Herr Sinn hat es angedeutet, das ist eine rechtliche Verpflichtung. Denn wir sind am Rande eines kulturellen Zusammenbruchs. Es hat sich sehr viel schon getan, negativ in den letzten Jahren. Durch diese Erwartungen, nicht wahr, die Deutschen müssen auf die Leute zugehen und nicht die anderen müssen sich integrieren. Es gibt weiterhin Rechtsprechung über Ehrenmorde, wo man seitens der Justiz prüft, ob nicht die Gewohnheiten dieser Kulturen beim Strafmaß und bei der Beurteilung von Straftaten berücksichtigt werden müssen. Also es ist eine sehr, sehr, ich bin gleich fertig, aber jetzt hören Sie sich das mal an. Ja? Es wird doch mal Zeit, dass wir die Dinge auf den Tisch legen. Die Diskussionen bewegen sich eigentlich immer nur am Rande der Problematik. Und das ist mein Petitum, dass sich jeder darüber klar wird, dass die Fortsetzung dieses Kurses zu einem Desaster für Deutschland wird. Vielen Dank. Und wenn es so weit geht, wie das jetzt auf dem Thüringer Parteitag der CDU war, wo die Frau Merkel vorgegeben hat, dass über bestimmte Themen nicht mehr gesprochen werden darf. Also da hat sie das Beispiel Flüchtlinge vor allen Dingen. Genau. Darüber können wir nicht mehr reden, das geht nicht und so weiter. Also wie weltfremd ist diese Frau? Ich könnte da ja, wie alle. Auf das Thema. Und darf ich noch einen Satz anhängen? Und das liegt daran, dass sie nie eine Demokratin war. Sie ist von Anfang an, wie sie es in der DDR gelernt hat, eine Autokratin. Sie hat eine Autokratin geworden und sie hat vor allen Dingen durch den ja gerade gefeuerten Herrn Kauder, der war ja der Einpeitscher, hat sie das Parlament
unter Kuratel gestellt. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir haben ein Grundgesetz. Und wenn die Regierungsmitglieder immer wieder behaupten, dass sie also auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, das ja Gewaltenteilung enthält, aber selbst das Parlament ausschaltet, das eigentlich zur Kontrolle der Regierung berufen ist, dann sind wir doch hier im Kongo oder ich weiß nicht was. Also so geht das nun wirklich. Wir alle müssen uns auch klar darüber sein, dass die Bereitschaft, Dinge hinzunehmen in diesem Lande, auch Dinge, die alles andere als einen positiven Verlauf haben, dass die scheinbar unendlich groß ist. Ich würde mir wünschen, wenn auch da mehr Widerstand kommt von Seiten der Bürger. Sie repräsentieren das Bürgertum und wir alle tun das im Wesentlichen, ist zu duldsam. Da gibt es ja diesen wunderbaren Roman von dem anglo-australischen Historiker Clark, der Schlafwander. Ja. Und das habe ich gelesen. Und da wird mir Angst und Bange. Ich kann nur alle ermuntern, sich zu artikulieren durch Leserbriefe, durch Diskussionen im privaten Kreis und das nicht einfach hinzunehmen. Dieses Land gerät in eine hochkritische Situation. Das kann ich wirklich aus Überzeugung sagen. Und dagegen müssen wir alle was tun. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, welche Organisationsformen außer Wahlen das ermöglichen. Wahlen auf jeden Fall, das ist ja auch deutlich sichtbar. Und das wird auch zu einer Veränderung führen müssen. Es ist höchste Zeit.